Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier. Dankeschön. Unser Thema heute Abend, unser Thema hat zwei Gesichter. Gestern Abend haben wir das Freundliche gesehen. In Leipzig erinnerten Menschen mit Kerzen an die erste große Massendemonstration in der DDR im Oktober 89. Genau vor einer Woche haben wir das Hässliche gesehen. Pfiffe, Pöbeleien und hemmungslose Politikerverachtung bei der Einheitsfeier in Dresden. Nach dem Schock kommen jetzt die Fragen, woher die Wut auf unser System, woher die Verrohung im Umgang? Gibt es im Osten ein Demokratiedefizit oder ist einfach die Entfremdung zwischen dem Westen und dem Osten Deutschlands gewachsen? In unserer Runde sind zwei Westdeutsche und drei Ostdeutsche, genau. Und dazu ein Moderator, der in Berlin war, als die Mauer fiel, aber aus Köln kommt, was vielleicht die provozierende Westperspektive im Titel dieser Sendung erklärt. Wir haben sie genannt Einheit, sie pfeifen drauf. Was ist da los, Brüder und Schwestern? Hart aber fair mit diesen Gästen. Michael Jürgs, der Journalist, kritisiert, was in Dresden passiert ist, ist ein trauriges Beispiel dafür, was die Nazizeit und die DDR-Diktatur in den Köpfen der Menschen angerichtet haben. Was die Schreihälse dabei vergessen ist, dass es ihnen heute besser geht als vor 1989. Dafür könnte man auch etwas dankbar sein. Matthias Platzek, der ehemalige SPD-Ministerpräsident von Brandenburg, stellt klar, für die Ostdeutschen wurde 1989 die Welt komplett umgekrempelt. Bis heute wandern die jungen Menschen ab. Der Rest fühlt sich oft zweitklassig. Das vergisst man im Westen gerne. Armin Laschet, der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, sagt, ich verstehe diese Proteste und Pöbeleien im Osten nicht. Die Städte im Ruhrgebiet haben echte Probleme, haben Schulden aufgenommen, um den Aufbau Ost zu bezahlen. Und hier im Westen wettert keiner so gegen den Staat. André Poggenburg, der AfD-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, kritisiert. Die Menschen im Osten fühlen sich betrogen. Sie haben die Schnauze voll von einer Politik, die ihnen jahrelang sagt, für nichts ist Geld da. Und plötzlich sprudeln die Milliarden für die Flüchtlinge. Iris Gleike, die Ostbeauftragte der Bundesregierung, warnt. Die Zunahme der Fremdenfeindlichkeit im Osten ist eine Gefahr für die Gesellschaft und den Wirtschaftsstandort. Es liegt an der Mehrheit der Ostdeutschen, die nicht fremdenfeindlich ist, dagegen aufzustehen. Herr Platzek, Spießruten laufen für die Spitze des Staates in Dresden. Diese hemmungslose Wut, dass die ausgerechnet am Tag der deutschen Einheit so deutlich geworden ist. Was sagt ihr über den Zustand dieser Einheit? Herr Plasberg, ich glaube, wir dürfen nicht dem Fehler unterliegen, jetzt zu sagen, dass diese, ich weiß es nicht, 600, 700, 400, die Zahlen differieren, die da angegeben wurden, Menschen stellvertretend nun für die Ostdeutschen stehen. Das ist erstmal aus meiner Sicht wäre das eine falsche Annahme, so eine Summenformel zu bilden. Peinlich war es trotzdem, überhaupt keine Frage. Ich habe mich auch geschämt für. Also ich fühle mich als Ostdeutscher. Ich bin in Ostdeutschland groß geworden und werde auch bis zum Ende meines Lebens Ostdeutscher bleiben. Das ist in den Genen drin. Und ich habe mich dafür geschämt. Und trotzdem, glaube ich, ist das eher so ein Fingerzeig gewesen. Und deshalb ja auch Ihre Sendung und ich denke auch vieles andere, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, dass man noch mal intensiver hinschaut, was ist eigentlich wirklich passiert? Wie kann es am Ende dazu kommen, dass die von Michael Jürgs angemahnte, und ich habe immer ein bisschen Problem damit, lieber Herr Jürgs, wenn es dann heißt, ihr müsst aber jetzt auch mal dankbar sein und ruhig sein am liebsten, weil wir haben doch alles haben doch alles für euch gemacht. Ich fasse es mal, vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Zeit nachher zusammen. Das, was als Umbruch und als Aufbruch gerade in den 90er Jahren gerne gekennzeichnet wurde, war für viele natürlich auch, und jedes Leben ist konkret, jeder Mensch erlebt nur sein Leben, ein Zusammenbruch. Also außer den vier Jahreszeiten ist praktisch für die Menschen nichts gleich geblieben in dieser Zeit. Und ich glaube, das wird im Westen unseres schönen Vaterlandes manchmal nicht gesehen und unterbewertet, dass dieser Umbruch so total war und übrigens fortwirkt bis heute noch. Also ich sag mal, dass die Kinder von vielen Menschen, wir haben noch nie so einen Exodus seit dem 30-jährigen Krieg gehabt in Deutschland,
nicht in die nächste größere Stadt gegangen sind, was ja noch ein normaler Gang wäre, dass man das Land verlässt und in die Stadt zieht, sondern dass sie weit weggegangen sind, dass sie natürlich nach Westdeutschland gegangen sind, dahin, wo die Arbeit war. Und die Eltern sehen sie heute noch, wenn sie Glück haben, Weihnachten und Ostern. Das sind alles Dinge, die fortwirken. Mit denen müssen wir uns auch auseinandersetzen. Und lassen Sie mich einen letzten Punkt sagen, Herr Plasberg, weil der jetzt gerade in der Debatte noch mal war, gespürt haben ihn viele. Es bleibt nicht ohne Ergebnis, wenn 80%, 90% der Führungseliten vom Sparkassendirektor über den Gerichtspräsidenten gucken wir gleich noch mal hin. Westdeutsche sind und nicht Ostdeutsche. Das möchten Sie wahrscheinlich als Nordrhein-Westfalen auch nicht erleben, dass 80% Ihrer Leitungskader Sachsen sind oder irgend sowas. Vermute ich mal. Das kommt immer das auf den Sachsen alles, an. Muss man alles auf jeden Fall mit einbeziehen und dann nüchtern analysieren. Ja, Herr Platzek, wir werden beides versuchen, nüchtern zu analysieren, aber auch Emotionen, da wo sie hochkommen, denen auch Platz zu geben. Sie haben mit Recht gesagt, es waren Einzelne, es waren vielleicht ein paar hundert. Dagegen war aber auch das Schweigen von vielen tausend. Das war das Problem auf der einen Seite. Ich könnte jetzt auch mit Zahlen hantieren. 53% der Ostdeutschen sagen im ARD-Deutschland-Trend im Jüngsten, dass sie mit dem Funktionieren der Demokratie insgesamt unzufrieden sind. Und wenn wir uns auf diese Argumentation der Einzelfälle anlassen, wenn man das aus der Sicht der Bundeskanzlerin sieht oder auch aus der Sicht des Bundespräsidenten Gauck, dann können die doch mit Fug und Recht sagen, dass es sowas gibt wie No-Go-Areas, Herr Jürgs, im Osten des Landes. Merkel ist in Heidenau aufs Übelste beschimpft worden, man kann das gar nicht wiederholen. Gauck in Bautzen. Ist das übertrieben mit diesen No-Go-Areas? Nein, das ist nicht übertrieben. Ich glaube schon, dass man differenzieren muss, was in Dresden und Ostsachsen passiert. Das ist ein ganz spezieller Fall und da muss man die Frage stellen, ob da nicht nur eine Demokratiemüdigkeit oder Abwehr da ist, sondern ob es von dem kommt, was dort immer schon im gutbürgerlichen Tum in Dresden vorhanden war, nämlich stolz zu sein auf seine Bildung, seine Kultur und Politik so als Ebbe zu betrachten. Und diese Fälle in Dresden, die wir erlebt haben, die abenteuerlich waren, fassungslos gemacht haben, Sie dürfen nicht vergessen, lieber Herr Platzek, es waren zwar 200, 300, aber in den Nebenstraßen waren 5000 von Pegida, die genauso rumgebrüllt haben. Und dann frage ich mich natürlich schon, ob die Polizei eigentlich in Sachsen gut beraten ist, das ist fein ausgedrückt, oder ob sie vielleicht zu nahe dran ist, dass sie die Schreier nicht, es gibt ja den Paragraphen 130 Strafgesetzbuch, zu sagen, was hier geschieht, ist Hetze, ist Hass, dagegen gibt es ein Strafgesetz und dann kann man doch hingehen, Personalien feststellen. Und ich glaube, das ist versagt worden. Und ein Satz, der natürlich verrückt klingt, aber ich dachte an Kohl, den ich, wenn Sie verstehen werden, nie gewählt habe. Aber ich dachte an Kohl, als der in Halle von einem Ei getroffen wurde, ging er hin und musste mühsam von seinen Bodyguards gehalten werden, dass er den sich nicht krapschte. Warum zum Teufel ist ein Bundespräsident namens Gauck, der ein Megafon in die Hand nehmen kann, der reden kann und auch noch Ostdeutscher ist, nicht bereit gewesen zu sagen, gib mir das Megafon, ich rede mal ans Volk, denn die sind nicht das Volk. Warum sind Sie jetzt auf den Bundespräsidenten gegangen und nicht auf die Kanzlerin? Die kommt ich auch. Rede von Rhetorik, Herr Plasberg. Herr Poggenburg, einer der Schlachtrufe der Pegida-Bewegung lautet, das konnte man da auch wieder hören, wer Deutschland nicht liebt, der soll Deutschland verlassen. Wer sich am Tag der deutschen Einheit so benimmt wie die Demonstranten von Dresden, kann der Deutschland lieben? Das denke ich schon und ich bin der Meinung, wir müssen erstmal eines klarstellen. Der Titel der Sendung lautet hier, Einheit, Sie pfeifen drauf. Und nein, ich bin der Meinung, die Bürger in Dresden haben nicht auf die Einheit gepfiffen. Sie haben gepfiffen, wenn überhaupt, auf die Regierung. Sie haben gepfiffen auf die etablierte Politik. Und sie haben vielleicht auch gepfiffen auf eine Merkel-Einheitspartei, aber nicht auf die deutsche Einheit. Das möchte man, glaube ich, mal ganz klarstellen. Und mich haben die Äußerungen dort nicht sehr überrascht. Denn man muss einmal fragen, warum sind denn die Leute dort so empört? Und die Frage danach wäre viel interessanter. Ich bin der Meinung, Sie werden mich jetzt Sie nicht haben dazu bringen, die Schimpfworte, nein, die das dort müssen wir auch nicht wiederholen. Gefangen, das ist richtig, richtig. Sind. Die Frage ist nur, aber warum ist das denn von links seit Jahren erlaubt? Ist das Empörung erlaubt? Oder ist das hier, Pöbelei? Das ist Empörung. Das ist Empörung. Nicht Pöbelei. Das ist, also was ich mitbekommen habe, ist Empörung. Natürlich in Kurzfassung, in Wut, in Zorn, das ist ganz klar. Das kennen wir aber von vielen anderen Veranstaltungen auch. Und ich finde es etwas mühselig, jetzt gerade an diesem Tag für Dresden, das zu hoch zu
stilisieren, aber das ist meine Ansicht. Aber wenn das Empörung war, muss man ja die Frage stellen, wofür Sie Pöbelei anfängt. Was kann da noch kommen? Bei direkter persönlicher Beleidigung beispielsweise, wie wir sie als AfD, Politiker beispielsweise auch ständig erleben, bei jeder zweiten Demonstration. Das ist für mich dort gelebte Demonstration. Wo waren Sie an diesem Tag, als in Dresden Frau Merkel mit unsäglichen Worten beleidigt worden ist? Wo waren Sie da? Ich denke, da war ich in meinem Abgeordnetenbüro zum Teil und bei mir daheim und habe mich... Dann darf ich es Ihnen vielleicht noch mal zeigen, inklusive einer Reaktion, über die man auch diskutieren kann. Der junge Grünen-Politiker Erik Marquardt kommentierte die Proteste auf Twitter so: Wir können ja für das Pegida-Paradies zusammenlegen. Eine große Mauer, nur Deutsche, ohne Merkel und ganz, ganz dichte Grenzen. Über diese Reaktion können wir gleich noch reden. Frau Gleicke zuckte natürlich etwas bei diesem Tweet, aber erst noch mal die Frage an Sie. Den nehmen Sie nicht ganz ernst. Herr Poggenburg war vielleicht doch nicht so gemeint. Möchten Sie bei Ihrer Einschätzung bleiben, dass das Empörung ist und keine Pöbelei? Das ist Empörung. Es fühlen sich dort Leute tatsächlich verraten. Gut. Ja, die fühlen sich dort wirklich verraten. Wenn ich Sie jetzt als AfD-Politiker, Sie haben das eben beklagt, wenn ich Sie hier angreifen würde und würde sagen können, Sie sind Mitglied einer Partei, die besteht aus Menschen, ich nenne das mal Lügenpack. Wie würden Sie das empfinden? Vielleicht darf ich Ihnen mal eine typische Beleidigung nennen, die wir so erhalten. Beantworten Sie erstmal meine Frage, dann dürfen Sie gerne alles machen. Dann sage ich Ihnen, das darf ihr gerne Ihre Meinung sein. Wenn Sie der Meinung sind, wir sind Lügenpack, dann sagen Sie das halt. Wir sind ein Land der Meinungsfreiheit. Wir haben eine gelebte Demokratie. Da muss man das aushalten. Und dann weisen Sie das doch gerne mal nach, wo wir als AfD lügen, wo wir Wahlversprechen nicht einhalten. Das darf sehr gerne Ihre Meinung sein. Das ist schon zu ritualisiert passiert, Ihnen das nachzuwerfen. Das ist weit weg von Trump, aber auch weit aber weg von allem, Wort, was gar nicht hier benutzt. Da war. Das Schlimmste... Ja, das wurde ja gar nicht gezeigt. Ja, aus gutem Grund nicht. Das ja, klar, ich verstehe das. Ja. Nur, das ist keine Empörung. Das ist ein F-Wort. Ja, unglaublich. Mir ist nur das bekannt, was man jetzt hier... Gut, das reicht. Jetzt, Herr Laschet, Herr Poggenburg rekurriert auf die Meinungsfreiheit. Ist das übrigens die Meinungsfreiheit, für die Sie selbst oder Ihre Eltern 89 auf die Straße gegangen sind? Ist das etwas, was erstrebenswert ist? Das ist sicherlich ein Teil der Meinungsfreiheit, weil wir haben damals Erfahrungen gehabt mit einer unliebsamen Obrigkeit, ja, so wie es heute teilweise wieder der Fall ist. Und ja, das gehört dazu, dass man das dem Politikern, von dem man sich verraten fühlt, auch entgegnen kann. Faules Pack, Lügenpack. Auch? Herr Laschet, hat er nicht recht? Meinungsfreiheit kennt keine Geschmacksgrenzen? Natürlich kennt Meinungsfreiheit Geschmacksgrenzen. Meinungsfreiheit darf sein. Herr Poggenburg kann von morgens bis abends rufen, Merkel muss weg. Warum nicht? Tut er auch. Wollen vielleicht andere auch? Tut er auch. Ja, ich könnte ja auch ein paar Sätze mehr können als diese drei Worte. Die reichen. Aber wenn das man den ganzen Tag brüllt, ist das Meinungsfreiheit. Kann man machen, kann man jeden Tag sagen. Und wir sagen jedes Tag, sie muss bleiben. Und dann wird das am Ende abgestimmt. Was nicht geht, ist Menschen mit persönlichen Begriffen, die wir alle hier zu dieser Sendezeit nicht aussprechen wollen, zu keiner beschimpfen. Sendezeit. Es geht nicht, dass ein Farbiger in die Kirche geht und man ruft abschieben. Das ist purer Rassismus, der da auf der Straße und macht Affengeräusche. Wir haben es mit Mühe und Not geschafft, mit einer großen Aktion der Fanclubs und der Zivilgesellschaft, dass das in Fußballstadien heute nicht mehr stattfindet, was noch vor 10 bis 20 Jahren üblich war, dass da Bananen flogen und anderes. Und Sie sagen, Sie haben dafür Verständnis und diese Leute haben Meinungsfreiheit. Ich würde von Ihnen erwarten, dass Sie sagen, das ist übel. Erstens. Das habe ich aber jetzt nicht gesagt. Ja, aber Sie können doch, Meinungsstreit führen. Sie können von mir aus das toll finden, was da jeden Montag bei Pegida stattfindet. Wir kennen die Nähe der AfD zu Pegida. Das ist gut. Aber dass Sie einmal sagen, am Tag der deutschen Einheit, an dem Tag, wo wir des Mauerfalls gedenken, wo wir der Menschen gedenken, die dafür auf die Straße mit Wir sind das Volk gegangen sind, die ihr Leben riskiert haben. Vielleicht kann man sich an diesem einen nationalen Tag mal 2 oder 3 Stunden benehmen. Das ist das Mindeste, was wir von denen da erwarten. So.
Herr Platzek. Moment, geben Sie Herrn Poggenburg die Gelegenheit, dazu was zu sagen. Benehmen heißt also, Sie benehmen, wie Sie das für richtig halten. Und Sie vergessen eines, dass bei diesen Pegida-Demonstranten sehr viele dabei sind. Die sind damals auf die Straße gegangen. Die waren damals dabei. Und die haben, wie es vorhin gesagt wird, wirklich genug davon, dass sie das, was sie errungen haben, heute wieder in Gefahr sehen. Und da haben die das Recht, an diesem Tag genau darauf hinzuweisen. Lieber Herr Poggenburg, ja. Unser Bundespräsident ist kein Volksverräter. Und das lasse ich von niemandem, auch nicht von Ihnen, stehen. Sie können sich politisch streiten. Aber es gibt Umgangsformen, wie man miteinander redet in einer Demokratie. Und das, was Sie da machen, wenn Sie das für gut finden, dass man den Bundespräsidenten Volksverräter nennt, der selbst zu denen gehörte, die damals gegen das System gekämpft haben, dann legen Sie die Lunte, dass der Nächste sagt, ja, wenn das ein Volksverräter ist, dann darf ich auch Gewalt anwenden. Das ist das Klima, das Sie schaffen, das am Ende zu all dem führt, was wir auch in den letzten Monaten erleben. Tut mir sehr leid, da muss ich noch mal ganz kurz einladen. Ganz kurz. Letzte Entgegnung zu diesem. Ganz kurz, ja, genau direkt dazu. Sie haben von Umgangsformen gesprochen. Aber die Radikalisierung in Deutschland, in der Gesellschaft, haben doch führende Politiker der etablierten Parteien schon lange vorangetrieben. Eine Umgangsform ist es doch nicht, wenn ein Herr Gabriel, ein Herr Steinbrück, ein Herr Clemens den Mittelfinger zeigen, den Bürgern entgegenstrecken. Umgangsform ist es doch aber nicht, wenn ein Herr Gabriel zu demonstrierenden Bürgern sagt, sie werden das packen, wir sollen sie nicht. Oder sich eine Claudia Roth gemein macht mit Sprüchen wie Deutschland verrecke. Ja, das ist sogar strafrechtlich relevant. Das sind doch keine Umgangsformen. Und jetzt, wenn dort Bürger in Dresden demonstrieren, dann fällt Ihnen Gemeinmachen, indem sie mitdemonstriert hat. Ja. Gemeinmachen. Jetzt fällt Ihnen auf, beim Tag der Deutschen Einheit in Dresden, da fällt Ihnen jetzt urplötzlich auf, dass es da eine Radikalisierung geben könnte. Da haben Sie aber einiges verschlafen in letzter Zeit, Herr Laschet. Herr Laschet, überlassen Sie doch mal die Verteidigung und Einordnung von Herrn Gabriel, Herrn Platzek oder Frau Gleike, der Ostbeauftragten und parlamentarischen Staatssekretärin im Ministerium. Von Herrn Gabriel. Möchten Sie was dazu sagen? Ja, sicher, natürlich. Also, das, was wir in Dresden erlebt haben, war ein unglaublicher Verlust politischer Kultur. Und da geht es tatsächlich um das, was wir vor 27 Jahren erstritten haben. Es waren die Ostdeutschen, die die Freiheit und die Demokratie sich erkämpft haben, und zwar mit friedlichen Mitteln. Und es ist schon ein Zynismus, das gebe ich ehrlich zu, und es ist bitter, dass natürlich diese Freiheit, die wir erstritten haben, auf die dürfen Sie sich berufen, selbstverständlich. Aber das, was da gerufen worden ist, ist durch keine Meinungsfreiheit gedeckt. Das war Pöbelei. Haben wir jetzt auch schon mal gehört. Jetzt sagt Herr Poggenburg, so ein bisschen wie man das schon auch mal gerne, ich will jetzt nicht sagen im Kindergarten hat, aber wer hat angefangen? Dann sagt Herr Poggenburg, wenn Herr Gabriel auf Demonstranten zugeht, die ihn auch angepöbelt haben, mit dem Stinkefinger und von Pack spricht, ist das zumindest dann auf Augenhöhe, ein SPD-Parteivorsitzender, der unterwegs ist? Also das sind nicht meine Meinungsäußerungen. Insofern will ich ganz deutlich machen, dass es an der Stelle mir die ganze Zeit darum geht, dass man politische Auseinandersetzungen führen muss und dass man natürlich... Ich sage jetzt auch mal, wir verlangen von Herrn Poggenburg, dass er unterscheidet zwischen Pöbelei und Empörung. Deswegen frage ich Sie auch noch mal. Sie sagen, das ist jetzt nicht meine politische Äußerung. Wie fanden Sie das denn, dass Gabriel, das gab ja durchaus auch Leute, die gesagt haben, ja, nur das ist die Sprache, die diese Menschen verstehen. Wie fanden Sie das, auch wenn er Ihr Chef ist? Also, Meinungsfreiheit, Zivilcourage, alles möglich in diesem Land. Ich bin auch keine Schlaftablette, solche Dinge passieren, das ist nicht die Frage. Aber es war am 3. Oktober, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Mhm. Eine aufgewiegelte Menge, es war nicht die Mehrheit, die da gewesen ist, aber es waren Leute, die seit Monaten quasi demonstrieren, die aufgrund, ich sage jetzt mal auch der Aussagen der AfD, der Pegidas aufgewiegelt sind, die ja nicht nur Volksverräter rufen, sondern auch Lügenpresse, die offensichtlich weder uns noch den Medien noch irgendetwas glauben. Und das macht einen Verlust an demokratischer Auseinandersetzung deutlich, der mich jedenfalls sehr besorgt macht. Das ist auch durch nichts zu entschuldigen, das ist vollkommen klar. Und, aber Sie haben ja auch gesehen, Frau Gleike, Sie haben ja auch gesehen, was das für Reaktionen hervorruft. Manch einer denkt es vielleicht heimlich, auch vielleicht eine Mauer drum und alles ist gut. Ein
böser Satz, ein ironischer Satz. Wir haben ihn im Tweet gesehen. Herr Jürgs, gucken Sie mich mal bitte an. So ganz tief, da wo Ihr Hirn nicht wohnt, da wo Ihr Bauch ist. Haben Sie das an dem Abend auch gedacht? Also ich würde diesen Satz nicht unterschreiben, Herr Plasberg, wenn Sie das meinen. Selbstverständlich nicht. Es gab natürlich eine Zeit, wo wir sagten, sag mal, was wollen die bei uns? Klar gab es die Zeit. Ich bin auch nicht bereit zu sagen, Ost und West in dem Fall zu trennen. Es gibt Dunkel-Deutschland-Ecken sowohl im Osten als auch im Westen. Nur, wenn Neonazis mich anbrüllen, würde ich denen auch den Mittelfinger zeigen. Natürlich würde ich das machen. Natürlich würde ich das machen. Und in dem Fall von Gabriel waren es Neonazis, nicht AfD. Es waren Neonazis. Und er hat den Mittelfinger gezeigt. Das kann ich nachvollziehen. Und wenn diese Geschehnisse von den Schreihälsten, die ja auch bei Pegida-Demonstrationen gemalte Galgen hochgehängt haben, an denen Merkel und Gabriel hängen, dann frage ich... Warum schütteln Sie gerade den Kopf? Ja, weil diese Galgen schon viel länger auf anderen Seiten auch im Einsatz waren. Da war doch schon ein Theo Weigel wurde da schon gehängt, und was weiß ich, 77, ja. Das sind Dinge, wo jetzt hier im Grunde Gleiches nicht mit Gleichem richtig verglichen wird. Es ist bei Pegida aufgetaucht, dann ist es also ein neues Phänomen. Es ist eigentlich schon so schwer zu sagen, wir sind eine politische Partei, die ein Programm verfolgt, die sich aber auch von bestimmten Dingen abgrenzt. Es wäre vielleicht auch so viel einfacher für Sie, etwas sowas mal zu sagen. Das ist kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Richtig. Als AfD machen wir das auch nicht. Das war ja gerade Pegida. Und da verwehren wir uns auch dagegen. Okay, uns stört es nur ein wenig, dass hier mit dem Finger drauf gezeigt wird auf Dinge, die doch sonst fast schon politischer Alltag sind, weil sie eben vermeintlich jetzt von rechts kommen. Und das stimmt doch gar nicht, Herr Pockenburg. 1977 waren es ein paar verrückte, fanatische, die einen Galgen hochgehalten haben. Hier ist es mehrheitsfähig. Da klatschen 10.000 Leute denen zu, die einen Galgen hochhängen. Was ist das für ein Zustand? Auch im Wahlkampf auch schon. Ich will trotzdem noch mal darauf aufmerksam machen. Die Mehrheit der Ostdeutschen ist weder fremdenfeindlich noch rechtsextrem. Ja. Aber, und das ist das, was ich auch deutlich gemacht habe, es ist eine zum Teil große schweigende Mehrheit da. Und die müssen auch Gesicht zeigen. Da waren ja bei der Veranstaltung auch durchaus junge Leute, die da gesungen haben. Die hätten unterstützt werden müssen. Das hätte ich von der schweigenden Mehrheit erwartet. Und natürlich, das stimmt. Diese Auswüchse, diese Pöbeleien, die schaden dem ostdeutschen Ansehen. Nicht nur in Dresden, sondern insgesamt in Ostdeutschland. Das muss man ganz klar sagen. Das ist durch nichts zu rechtfertigen. Deshalb habe ich ja auch davor gewarnt. Können wir nachher noch mal als Ostbeauftragter haben Sie davor gewarnt. Können wir gleich noch mal drüber sprechen. Noch mal die Frage: Wie kann das passieren in einem Land, in einer Stadt, in der nicht nur die Häuser und Städte zerfielen, sondern auch die Freiheitsrechte der Menschen? Das fragt sich auch der zweite Mann in diesem Staat. Und diejenigen, die heute besonders laut pfeifen und schreien und ihre erstaunliche Empörung kostenlos zu Markte tragen, die haben offenkundig das geringste Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befunden haben, bevor die deutsche Einheit möglich wurde. Bundestagspräsident Norbert Lammert kritisiert die Pöbler von Dresden. Ganz ähnlich klingen Kommentare bei Twitter. Tatjana Kerschbaumer schreibt: Wenn ich mir Videos aus Dresden ansehe, frage ich mich vor allem, ob Sachsen nicht mehr Mittel für Geschichtsunterricht bereitstellen sollte. Anja Peters meint, die Bundeskanzlerin ungestraft unflätig beschimpfen können, aber über Meinungsdiktatur herziehen, ihr habt sie nicht mehr alle. Herr Platzek, der Bundespräsident drückt sich der Bundestagspräsident. Wie schnell verwechselt man das? Der kommende Bundespräsident. Vielleicht der kommende Bundespräsident. Man weiß es nicht. Er kann jedenfalls ebenso gut reden wie der amtierende Bundespräsident. Er drückt sich sehr fein aus. Ich übersetze das mal so. Er unterstellt Geschichtsvergessenheit und vielleicht sogar ein bisschen Undankbarkeit. Können Sie mit diesen Begriffen was anfangen? Ich habe mich eben, Herr Plasberg, Sie haben es ja wahrscheinlich gemerkt, sehr zurückgehalten, weil ich finde, Herr Pockenburg,
was Sie eben gesagt haben, zeigt nicht, dass Sie, zumindest aus meiner Sicht, dass Sie die Verantwortung erkennen, die Sie haben. Sie sind jetzt ein gewählter Vertreter von Teilen des Volkes. Und Sie lassen Dinge zu, Sie katalysieren sie, Sie unterstützen sie subkutan, immer knapp an der Grenze, weil Sie wissen genau, wo die ist, aber trotzdem schieben Sie es nach vorne. Dinge, die am Ende, und dann appelliere ich wirklich auch an Ihre Verantwortung, die Sie mit übernommen haben, als Sie sich zur Wahl gestellt haben, wo es nicht zum ersten Mal wäre, dass man die am Ende nicht mehr eingefangen kriegt. Wenn Sie und Ihre Parteigänger zuvorderst sagen, dass Sie angetreten sind, das christliche Abendland zu verteidigen, Herr Bockenburg, dann bitte ich Sie, nie zu vergessen, dass die Grundlagen des Zusammenlebens übrigens in jedem christlichen Land, nicht nur im Abendland und auch in anders religiös verfassten Ländern, Barmherzigkeit, Mitgefühl, füreinander da sein und nicht das Gegeneinander betonen sind. Und da haben Sie eine ganz große Verantwortung, weil Sie Menschen im Moment anziehen, die unzufrieden sind, die auch manchmal verzweifelt sind. Ich habe vorhin über Fehler, die gemacht wurden im Vereinigungsprozess, die finde ich auch signifikant geredet. Aber Sie haben für diese Menschen auch eine Verantwortung mit übernommen. Und die setzen sich jetzt hier hin und tun so, als hätten sie mit den Auswüchsen überhaupt nichts zu tun, sind also für praktisch den Salon zuständig. Das sind sie nicht. Und ich bitte Sie, Ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Wir sind angewiesen darauf, ein friedliches Zusammenleben in diesem Lande, auch mit den Dazugekommenen, zu organisieren. Das ist nicht einfach, das ist keine Frage. Das ist aber die Grundlage unserer Zukunft. Und da können Sie sich nicht elegant aus der Verantwortung verabschieden, Herr Bockenburg. Das geht nicht. Das funktioniert so auch nicht. Ein zweiter Punkt. Einen zweiten Punkt, Herr Blasberg, auf Ihre Frage. Ich mache mir auch sehr viel Gedanken darüber, wie es uns besser gelingt. Und da rede ich nicht erst seit heute drüber, auch als ich noch im Amt war. Ich wünschte mir, dass meine ostdeutschen Landsleute, sage ich jetzt mal so, das ist nicht separatistisch oder abgrenzend gemeint, aber wir haben eine bestimmte Vita, die uns eben dann doch auszeichnet, mehr in der Lage sind, eigenes Selbstbewusstsein. Ich sag mal, die Bayern, unsere bayerischen Kollegen laufen ständig rum mit dem Gefühl und trommeln sich auf die Brust, mir san mir. Und sie haben einigen Anlass dazu, weil vieles geschafft wurde. Was in den letzten 25 Jahren vorwiegend von den Ostdeutschen in Ostdeutschland geschafft wurde, geschaffen und geschafft wurde, verdient allemal auch mehr ostdeutsches Selbstbewusstsein. Und nicht so eine Haltung, das ist alles nichts geworden. Das würde ich mir wünschen bei aller Fehlerhaftigkeit, bei allem, was zu tun ist, bei allem, was nicht gelungen ist, haben die Menschen, die dort gearbeitet haben, manchmal dreimal neu angefangen, haben so viel auf die Beine gestellt, dass sie sich heute von niemandem von der AfD sagen lassen müssen, das wäre alles nichts wert. Das würde ich mir wünschen. Mehr ostdeutsches Selbstbewusstsein. Herr Laschet, wir haben jetzt, Entschuldigung, wir sind gleich wieder dran. Ja. Herr Laschet, wir haben jetzt keinen Bayern am Tisch, Sie, sondern Sie sind der politische Vertreter der westlichen Bundesländer. Ich meine, Sie kommen aus dem Rheinland, der erste FC Köln wird sicher bald Champions League spielen, aber bis zu den Bayern wird es noch ein bisschen dauern. Sie haben gerade aufmerksam zugehört, was haben Sie dabei gedacht bei der Brandrede von Herrn Platzek? Ja, ich teile das in vollem Umfang. Insbesondere in Dresden und in Sachsen. Es gibt kaum ein Land oder kaum eine Stadt in Deutschland, wo man das Wiedererstehen aus Trümmern, die Frauenkirche lag in Trümmern 1990, so erkennen kann wie in Dresden. Viele Deutsche sind lange, lange Zeit, im Moment lese ich, lässt das etwas nach, dass Touristen nach Dresden reisen, aber sind lange, lange Zeit mit Begeisterung in dieses Elbflorenz gefahren und die alte Kulisse ist wieder entstanden. Und das ausgerechnet dort, in Leipzig ist es ja schon weniger. Bei Ihnen in Brandenburg gibt es nicht viel Pegida und in Mecklenburg-Vorpommern auch nicht, wo die Arbeitslosigkeit vielleicht sogar manchmal noch größer ist. Aber das ausgerechnet in dieser Stadt, das stattfindet, das betrachtet man bei uns aus dem fernsten Westen, ich komme ja nun aus Aachen, westlicher geht's ja kaum, mit großem Unverständnis. Und die Erklärung, das liegt daran, dass alles Westdeutsche die Positionen besetzen.
könnte man in Dresden noch verstehen, weil lange Kurt Biedenkopf Ministerpräsident war. Den haben sie aber auch geschätzt und der hat seinen Anteil dran. Aber die, die man gerade beschimpft hat, den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin, sind ja eben keine da Westdeutschen, sondern aus Mecklenburg. Da war aber gerade Kurt Biedenkopf derjenige, der die Sachsen für immun erklärt haben, hat gegen Rechtsextreme und Rechtspopulisten. Und es war ein schwerer Fehler, so zu tun, als ob da nichts stattfindet. Das geht ja nicht erst seit gestern, dass die AfD ihr politisches Süppchen da kochen kann an Unzufriedenheit und so weiter. Hat natürlich auch was mit der Diskussion, die wir in Deutschland haben, zu tun. Wenn über Dankbarkeit geredet ist oder geredet wird, dann frage ich mich, sehr häufig, weil die Erbsenzähler dann ja ganz schnell um die Ecke kommen und sagen, wie viel hat das denn gekostet, in Ostdeutschland wieder aufzubauen. Und wir wissen um die große Solidarität des Westens. Aber die Leistung selber, die Transformationsleistung, wie sich das so leicht sagt, die haben die Ostdeutschen vollbracht. Für uns ist am Tag, am 3. Oktober kein Stein auf dem anderen geblieben. Und das ist wichtig, einfach anzuerkennen. Und Martin Schulz hat gestern in Leipzig in seiner Rede zur Demokratie etwas ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, ich bedanke mich bei den Ostdeutschen, weil es war der 9. Oktober in Leipzig, der den 9. November den Mauerfall ermöglicht hat und daraufhin ja erst die deutsche Einheit und die europäische Einheit. Und er hat sich dafür bei den Ostdeutschen bedankt. Aber das sind Worte, die man zu selten hört. Deshalb will ich einfach nur noch mal darauf aufmerksam machen, wie viel kostet die Freiheit und die Demokratie von 17 Millionen Menschen? Aber die Frage ist, wie man mit dieser Freiheit umgeht. Ich möchte gerne noch mal, weil Herr Lammert, unser Bundestagspräsident, hat das ja in dieser Rede anklingen lassen. Ich möchte Herrn Ponkenburg noch mal fragen, ob Sie sich da auch angesprochen gefühlt haben. Mhm. Die Ostdeutschen oder in diesem Fall die Dresden haben das geringste Erinnerungsvermögen daran, wie sich Dresden und die ganze DDR in welcher Verfassung die sich befunden haben. Dann würde ich Ihnen sehr gerne sofort darauf, aber ich muss auf einen Punkt zurückkommen. Machen Sie es doch einfach mal. Der Herr Blatzek, stellen Sie es mal zurück, wir sind alle noch so jung im Gehirn, dass wir darauf kommen. Dargestellt hat, dass die AfD die Leistungen des Ostens irgendwie nicht anerkennt und spätert. Also ich möchte wissen, an welcher Stelle habe ich das oder hat das die AfD jemals gesagt? Das ist mir völlig unbegreiflich. Also ich glaube, die AfD ist die Partei, die für Zusammenwachsen von Ost und West und für ein gemeinsames Deutschland steht. Also wo sie das herhaben, das haben wir sehr, sehr. Halten Sie doch einfach genauso stehen. Richtig. Jetzt kommen wir zu dem Herrn Lammert. Sie haben das richtig gesagt. Dieser Herr Lammert ist der. Ich glaube, unser Bundestagspräsident Lammert hat selber etwas Geschichtsvergessenheit. Denn wenn er sich angeschaut hat, wie damals die Demonstrationen vonstatten gingen, wo ich einmal als Jugendlicher auch Teil sein durfte, dann würde er heute wahrscheinlich genau sagen, dass dort gepöbelt würde. Nein. Ja, natürlich. Nein. Natürlich, dort wurde ganz deutlich und laut und artikuliert, da wurde geschrien teilweise und wurde auch gesagt, wir sind das Volk. Ja. Natürlich wurde dann, wenn man das heute gleichsetzen will, nach seinen Maßstäben dann damals auch gepöbelt. Nein, es wurde damals nicht gepöbelt. Und auch wenn heute gesagt wird, Merkel muss weg und wir sind das Volk, ist das auch kein Pöbel. Das ist doch gar nicht. Natürlich. Sie treten das Vermächtnis der friedlichen Revolution mit Füßen. Die damals, wir sind das Volk, gerufen haben, die gesagt haben, keine Gewalt. Und das waren keine Pöbler, sondern das waren Leute, die Demokratie erstritten haben und Freiheit erstritten haben. Und insofern will ich das ganz deutlich sagen, dass Sie nicht der Vertreter sind und auch nicht sozusagen die Erben der friedlichen Revolution. Und nur weil Pegida montags demonstriert, sind das noch lange keine Montagsdemonstranten. Herr Poggenburg, was ich nicht verstehe, wir haben das ja alles mitverfolgt, diesen 19. Oktober, die Friedensgebete, das waren übrigens Gebete, keine Pöbeleien. In der Nikolaikirche, der Gang durch die Stadt unter der Drohung einer Staatsmacht, von der man nicht wusste, wählt sie die chinesische Lösung und prügelt am Ende die Demonstranten nieder. Da gehörte verdammt viel Mut dazu, damals da zu gehen. Da hat man aber Wörter, wie sie jetzt bei denen, über die wir sprechen, gefallen sind, nicht gehört. Und deshalb frage ich mich, warum können Sie denn nicht sagen,
Ich habe das eben schon zugestanden. Natürlich darf man rufen, Merkel muss weg. Genau. Man darf auch rufen, wir sind das Volk, auch wenn es ein bisschen andere Menschen auch noch im Volk gibt. Mhm. Aber warum muss man persönlich beleidigen, Schimpfworte nutzen und alles das, was an diesem 3. Oktober von wenigen hundert gemacht ist? Warum schaffen Sie es das nicht muss zu man sagen? Nicht, da haben Sie recht. Warum okay. schaffen Sie es nicht zu sagen, davon grenzen wir uns ab? Diese Leute Diskussion haben hatten wir ja schon mal. Herr Boggenburg hat da alles gesagt. Er hat sich nicht distanziert. Persönliche Beleidigung natürlich. Beleidigung nicht, aber wir haben über den Unterschied von Pöbeleien richtig. Und Empörung gesprochen. Ja. Was wir da, glaube ich, erleben, Frau Gleicke, oder das werden Sie auch bestätigen können, Herr Platzek, ich frage Sie gleich auch mal, wie es bei Ihnen ist, Herr Poggenburg, in Ihrem Freundesbekanntenkreis, dass ein Riss durch, nicht richtig. Nur durch Dresden geht, sondern richtig. Sie nicken da schon durch die Kopf, Gesellschaft. Durch genau. die Gesellschaft gibt, vielleicht auch im Westen, aber vor allem auch im Osten. Und dieser Riss, ja. Der geht nicht entlang der alten Grenze der Mauer, sondern der Riss geht wirklich quer auch durch den Osten. Eine Erfahrung zum Beispiel, die diese Bürgerin gemacht hat. Grit Maruska aus Hoyerswerda kommentierte am Tag nach der Einheitsfeier auf Facebook. Gestern war ich das erste Mal nach der Wende bereit, meine Koffer zu packen und Sachsen für immer zu verlassen. Der Grund? Die fremdenfeindliche Stimmung, die die Gesellschaft offenbar immer mehr spaltet. Und das bekommt auch Grit Maruska zu spüren. Ich helfe Flüchtlingen und Deutschen gleichermaßen, weil die Herkunft für mich keine Rolle spielt, wenn ein Mensch in Not ist und Hilfe braucht. Wir telefonieren mit der 47-Jährigen. Sie erklärt, warum wegen genau dieser Einstellung sogar der Kontakt zu einer langjährigen Freundin abbrach. War ganz einfach so, dass ihr das unangenehm war, immer wieder auf mich angesprochen zu werden und dass unsere Freundschaft daran zerbrochen ist, dass ich meine Überzeugung nicht aufgeben wollte, weil ich nun mal bin, wie ich bin und sie damit nicht mehr klarkam. 15 Jahre waren wir befreundet. Das hat auch sehr wehgetan. Das geht schon sehr ins Persönliche, wenn Freundschaften daran zerbrechen, wenn es Streit in der Familie gibt. Das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft ganz, ganz viele Menschen. Frau Gleicke, kommt Ihnen das bekannt vor? Ja. Ja, es gibt unterdessen viele Geschichten von Leuten, die sagen, wir gehen weg, uns gefällt die Stimmung nicht, wir packen die Koffer. Das ist natürlich eine große Gefahr, weil es nicht nur bedeutet, dass wiederum Menschen aus Ostdeutschland weggehen, wir haben ja schon große Wegzugswellen gehabt, sondern es bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, und das, diese Geschichten kenne ich auch, dass mir Rektoren von Universitäten sagen, wir haben eine Professur verliehen, aber derjenige tritt die Professur nicht an, weil ihm die Stimmung nicht gefällt. Mir erzählen Unternehmer, dass sie Fachpersonal einstellen wollten, Ingenieure oder so, die aber dann nicht kommen, weil sie sich unwillkommen fühlen. Und das ist eine echte Gefahr. Und diejenigen, die vermeintlich Ostdeutschland oder ihre Heimat so sehr lieben, die schaden ihrer Heimat mit ihrem Tun und setzen die Zukunft und den weiteren Aufbau Ost eigentlich aufs Spiel. Die Frage war auch nach den persönlichen Zerwürfnissen in Familien, dann, wenn man über dieses Thema in Sprachlosigkeit oder im schlimmsten Fall in Streit verfällt. Gut, in der Familie habe ich das glücklicherweise nicht erlebt. Kennen Sie das, Herr Platzek? Ich mache gerade mal die Rundfrage im Freundes- oder Bekanntenkreis. Ja, klar. Ich weiß nicht, wer es nicht kennt. Also wer es die letzten Monate nicht erlebt hat, das dürfte eher eine Seltenheit sein. Ich kenne es sowohl im Freundes- als auch im Bekannten-, auch im Nachbarschaftskreis. Und das geht auch manchmal sehr heftig zu. Ich habe ja vorhin versucht, wir können ja hier immer nur alles, das ist nun mal so, das Schicksal solcher Sendungen anreißen, auch zu sagen, dass die Flüchtlingskrise und das, was dadurch dann ausgelöst wurde, hatte ja eine da gab es ja eine Grundlage vor. Ja, das war ja nicht plötzlich bis dahin alles völlig okay in jeder Seele, ob in Ost oder West, und plötzlich ist was in Schwierigkeiten gekommen, sondern das war dann so dieser berühmte Tropfen, sage ich mal, der da manches zum Überlaufen gebracht hat. Und das war vorhin auch meine der Sinn meiner vielleicht etwas zu emotionalen Ansprache. Herr Platzek, wenn Sie es emotional gerade haben, wenn Sie sagen, der Tropfen, der es zum Überlaufen gebracht hat, nochmal die Frage, wo war da was übergelaufen in einem Land, wo es kaum Ausländer gab, wo man sie Vorsicht, bestenfalls aus Herr der Platzek. Zeitung kannte oder als Vietnamese, wo ist da der Tropfen, der zum ein es fast hat sich zum ein Gefühl war. Eingestellt, was immer ein schwieriges ist in jeder Gesellschaft, in jeder Gemeinschaft, dass plötzlich der Staat, auf den sich
sehr viele verlassen, berechtigterweise im Osten vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es noch ein anderes Staatsverständnis gibt. Das hat was mit Moderne und Postmoderne und vielen anderen Dingen zu tun. Und da entstand der Eindruck, dass der Staat manches plötzlich nicht mehr im Griff hat. Das hat Menschen, auch gutwillige Menschen, unsicher gemacht. Und jetzt kommt es darauf an, und das sage ich noch mal, ob man diese Unsicherheit relativ schamlos ausnutzt, verstärkt ins Negative bringt oder ob man sie ehrlich aufnimmt, was mir auch nicht oft genug passiert ist, ehrlich aufnimmt, annimmt und ins Positive versucht zu wenden. Und dieser Kraftanstrengung müssen wir uns in Deutschland unterziehen, damit uns nicht noch mehr ins Rutschen kommt und damit diese Gefühlslagen nicht in die falschen Hände kommen. Dann, glaube ich, sieht es mit unserer Zukunft düster aus. Herr Jürgs? Ich kann mit Emotionen nicht dienen, denn Sie können sich vorstellen, dass ich nie vorhatte, sondern nach Dresden zu ziehen. Ich kann mit Zahlen dienen, wenn 47% der fremdenfeindlichen... Sagen Sie mal, wenn Sie das so sagen, ich hatte nie vor, nach Dresden zu ziehen, das können Hamburg Sie sich vorstellen. Liebe, ganz einfach, weil ich Hamburg okay, liebe. Okay, dann haben Sie die Frage mal weggenommen. Weil ich Hamburg ist liebe, klar. Gut, so wie Sie, eine positive. So wie Sie Köln lieben oder Aachen lieben. Wenn 47% der fremdenfeindlichen Überfälle im Osten stattfinden, wo nur 17% der Bevölkerung leben. Wenn in Sachsen 10% der Überfälle und fremdenfeindlichen Äußerungen stattfinden, wo 5% der Bevölkerung leben. Wenn in Dresden mit 540.000 Einwohnern 34.000 Asylbewerber leben, frage ich mich, wo ist die Dimension? Und wenn Sie sich zurückerinnern an 1989, darum fand ich Lammert hervorragend, da wuchsen in Dresden die Bäume aus den Dächern. Ein Bürgermeister in Dresden wie Berghofer musste, um sich zwei Schneefräsenmaschinen leisten zu können, die Friseure seiner Stadt bitten, die Haare einzusammeln und im Westen als Perücke zu verkaufen. Das waren die Zustände. Es gibt einen viel besseren Satz, als ich ihn hier treffen könnte, von Brecht. Gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der Zeit, der ihr entronnen seid. Und jetzt, lieber Herr Platzek, ein Volk, das es geschafft hat, die erste unblutige deutsche Revolution. Wir sind das Volk. Müsste darauf stolz sein, statt nach 8 Wochen sich den Rest von den Westen abnehmen zu lassen. Aber lieber Michael Jürgs, was hilft mir das denn jetzt? Ja, ich sag's Ihnen nur. Wir sind, was hilft in dieser Situation, was helfen diese drei Sätze jetzt? Ihr müsst dankbar und ihr müsst stolz sein. Ich hab nicht dankbar gesagt. Naja, aber dann stolz sein, ist doch gar nicht. Ich sage noch mal, ja. Weil es gibt genug, ich habe es vorhin gesagt, aber wir müssen wahrscheinlich noch viel mehr Gehirnschmalz verwenden, um Leute, die eigentlich stolz sein könnten, nicht zu verlieren auf dem Weg. Wir sind im Moment dabei, sie zu verlieren. Wir haben also scheinbar, und ich muss doch in der Politik ernst nehmen, wenn es Gefühlslagen gibt, die sind dann einfach da. Dann muss ich sie ernst nehmen, aufnehmen, analysieren. Aber ein paar Fakten sind auch gut. Ja, natürlich, völlig klar. Die Fakten gehören ja dann dazu, wenn ich versuche, damit umzugehen. Und dann muss ich versuchen, diese Menschen nicht allein zu lassen mit ihren Sorgen. Aber verdammt noch mal, sie haben Sorgen. Die Frage ist und aber, diese Sorgen muss ich ernst nehmen und aufnehmen. Dabei bleibe ich. Frau Gleicke, ich ahne vielleicht, was Sie sagen wollen, möchte Ihnen helfen, indem ich ein paar Fakten einfüge, die vielleicht sogar von Ihnen kommen. Man kann über Emotionen nur sprechen und sie einordnen, sie vielleicht sogar widerlegen oder mit Gegenemotionen in den Griff bekommen, wenn man die Fakten kennt. Und Sie haben eben ein paar genannt. Ich möchte Sie aber hier auch noch mal genau, was diese Situation im Osten angeht, was nämlich die Art von Übergriffen angeht. Zum Beispiel die Frau, die wir eben gehört haben, ja, die war nicht im Bild zu sehen, weil sie gesagt, der Name ist zwar bekannt, aber ich habe meine Arbeit eingestellt in der Flüchtlingshilfe. Ich habe Kinder, weil ich Drohbriefe im Briefkasten gefunden habe, weil ich aus dem Haus kam und fotografiert worden bin mit meinen Kindern. Und ich möchte das nicht mehr. Das ist ein subtiler Druck oder auch ein furchtbarer Druck. Der ist mir übrigens selber passiert. Also die Neonazis, die NPD, hat meine Heimatstadt Schleusing am Südhang des Thüringer Waldes, eine kleine Stadt, 5000 Einwohner, zur Frontstadt erklärt vor etlichen Jahren. Damit wird sprachlich schon deutlich, was da stattgefunden hat. Und wir haben ein Bündnis gegen Rechtsextremismus gegründet. Und es ist natürlich unglaublich schwierig, gerade in solchen kleinen Städten, im ländlichen Raum, Gesicht zu zeigen. Das ist sehr viel anstrengender zum Teil als eben in großen Städten. Das ist sogar anstrengender, wenn man die Ostbeauftragte ist der Bundesregierung, weil da kriegt man auch einen auf die Mütze, wenn man die Zahlen nennt. Ja. Der Einheitsbericht 2016, vorgestellt von unserem Gast Iris Gleicke. Darin ausführlich die Themen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Die Fakten.
Seit die Daten erhoben werden, gab es in Ostdeutschland noch nie so viele rechtsextreme und fremdenfeindliche Angriffe. Bezogen auf jeweils 1 Million Einwohner waren es in Sachsen 50, in Brandenburg 52 und in Mecklenburg-Vorpommern 59 rechtsextreme Gewalttaten. Zum Vergleich: Der Durchschnitt solcher rechtsextremer Gewalttaten liegt in den westdeutschen Bundesländern bei 11. Diese Zunahme rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Gewalt bestürzt mich. Es ist mehr als nur ein einfaches Alarmzeichen. Wenn Übergriffe und Gewalt aus der Mitte der Gesellschaft mitgetragen oder stillschweigend akzeptiert werden. Sie sind deutlich kritisiert worden von Politikern aus der Mitte der Regierung. Aus den ostdeutschen Ländern war zu hören, dass diese klaren Worte nicht hilfreich wären. Nicht hilfreich, wobei eigentlich? Das ist natürlich Unsinn. Klare Worte dienen dazu, dass man ein Problem beschreibt. Und wenn man eben ein Problem verharmlost oder wenn man es negieren würde oder schönmalen würde, dann käme man auch nicht dazu, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Ich sagte bereits, dass es die Verharmlosung ja gegeben hat in Ostdeutschland, auch von rechtsextremen Übergriffen. Und jetzt sage ich mal, bei diesen rechtsextremen Gewalttaten, bei den Zahlen, die Sie genannt haben, sind ja noch nicht die Propagandataten dabei. Das sind Gewalttaten, die an der Stelle eine Rolle spielen. Also insofern muss man Probleme benennen, um sie überhaupt lösen zu können. Um beispielsweise auch mit Programmen diejenigen, die Bürgerbündnisse zu unterstützen, die Menschen zu unterstützen, die in Ostdeutschland schon seit vielen Jahren Gesicht zeigen gegen Rechtsextremismus. Ich sage nochmal, die Frau, die wir eben nur am Telefon hatten, weil sie sich mit ihrem Gesicht nicht zeigen wollte, sie hat das gemacht und hat gesagt, ich kann das nicht mehr verantworten vor meiner Familie, vor meinen Kindern. Da sagt es sich leicht, die zu unterstützen. Das ist richtig. Das hilft aber nur, wenn man sich unterhakt. Ich kenne das Gefühl, wenn die Neonazis ums Haus kreisen. Ich habe das selber auch erlebt und ich habe mir vielleicht weniger Angst um mich gehabt als natürlich um meine Familie. Aber wir haben uns zusammengeschlossen und da hilft nur Mehrheit. Da hilft nur, sich zusammen zu schließen. Ich weiß, dass sich das leichter sagt als tun lässt, gerade auch in den ländlichen Regionen. Deshalb verstehe ich aber auch gerade nicht, dass es eben in Dresden, in einer Stadt, so wenig möglich ist, die Bündnisse auch zu unterstützen. Wobei es die dort auch gibt, auch die schon seit vielen Jahren auf die Straße gehen. Um es besser zu verstehen, man muss vielleicht noch mal ein bisschen in die Geschichte gucken. Die sind ja nicht erst gestern da gewesen. Nein. Gehört es zu den Lebenslügen der DDR, Herr Platzek? Ich frage Sie das mal als, ich glaube, ältesten Ostbürger, der hier sitzt. Ist es eine Lebenslüge gewesen, dass es in der DDR keine Nazis gab, weil man ja von Geburt an Antifaschist war? Herr Blasberg, ich bin sehr vorsichtig, dass alles, was wir jetzt gerade besprechen, mit der Überschrift zu versehen. Ich befürchte, wir machen da den nächsten Fehler. Das sind alles Nazis. Damit Wer würde hat das man denn gesagt? Niemand. Niemand hat ja, das gesagt. Ja, das haben Sie impliziert aber, jetzt mit der... Entschuldigung, aber kein Popanz aufbauen. Ja, ja. Ich sage ja nur, ich warne davor, mit solchen Begriffen zu arbeiten. Das hilft uns nicht im Moment. Und das würde Hemmschwellen eher noch senken. Das hat dann so einen Effekt, naja, wenn die uns so nennen, dann sind wir es jetzt auch. Ich bleibe dabei, es wird sehr, sehr... Iris Kleike hat eben drauf verwiesen. Es ist gerade in der Fläche... Ich kann im Westen Deutschlands das nicht einschätzen, da bin ich nicht so zu Hause, im Osten kann ich es. Wo vielfach sich politische Parteien kaum noch bemerkbar machen, weil die Mitglieder einfach nicht mehr da sind. Wo Menschen mit den Dingen umgehen müssen, die ich vorhin gesagt habe, ist politische Willensbildung, ist das, was wir brauchen. Demokratie ist kein Zustand, sondern eine tägliche Aufgabe. Unheimlich schwierig. Und das muss an so vielen Punkten ansetzen, wo wir es auch versuchen, wo wir es und wo man immer wieder ansetzen muss. Das Bildung ist da nur eins, aber an vielen anderen. Dazu gehört auch Unterstützung von Initiativen bis hin wirklich ganz klare finanzielle Unterstützung. Auch die ist nötig. Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, brauchen ehrenamtlich noch dazu, brauchen auch solche Unterstützung. Wir haben kein Patentrezept, Herr Blasberg. Wir haben kein Patentrezept und natürlich wirkt manches. Und ich denke, da ging Ihre Frage hauptsächlich hin. Auch aus der DDR noch fort. Das ist auch keine Frage.
Wir haben im Osten ein paar weitere und andere Probleme noch, die man im Westen nicht hat. Es gibt Zusammenleben mit anderen Kulturen, ist geübter, keine Frage. Nochmal die Frage, die schlichte Frage, hinter der kein Vorwurf steht. Auch wenn ich auch nicht als Vorwurf ein Westdeutscher bin, dessen Sendung vom Westdeutschen Rundfunk in die ARD eingebracht wird. Ich will es nur verstehen. Nazis, Sie haben gefragt, ich habe gefragt, Nazis gab es im Osten, ich habe keine gekannt, nicht. Es hat Rechtsextreme gegeben und ja, es gab so eine Ideologie. In den 80er Jahren fing so eine Bewegung an, ja. Aber Nazis im Sinne von Nazis gab es nicht, aber... Wer hat denn die NVA-Satzung geschrieben? War das nicht zufällig ein Nazi? Herr Jux, das war jetzt anders, die Frage war anders zu verstehen. Herr Plasberg, es geht nur darum... Keine 77% NSDAP. Man kann nicht 26 Jahre nach der deutschen Einheit... Alles, was an, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Prozessen stattfindet, auch als Folgewirkung der DDR bezeichnen. Das, natürlich ist es so, dass uns in der Schule beigebracht worden sind, wir sind die Guten, weil wir hinter dem antifaschistischen Schutzwall sitzen und auf der anderen Seite sind die Bösen. Natürlich hat es Defizite in der Auseinandersetzung gegeben, aber wir sind eben auch 26 Jahre danach und ein paar Leute sind da unterwegs, die kennen die DDR gar nicht mehr, geschweige, dass sie dort zur Schule gegangen sind. Insofern gibt es Folgewirkungen, aber es gibt auch Defizite, die eben jetzt benannt werden müssen. Und da gehört zum Beispiel dazu, das steht auch im Bericht zum Stand der deutschen Einheit, dass ostdeutsche Länder erst 64% der Steuereinnahmen von westdeutschen Ländern erreichen. Und das bedeutet, dass unter Umständen zuerst das Jugendzentrum im ländlichen Raum geschlossen wird aus Geldmangel, wenn wir nicht weiter Ostdeutschland fördern. Und Herr Laschet hat ganz am Anfang gesagt, wir haben auch im Ruhrgebiet Probleme. Deshalb plädiere ich schon seit Jahren dafür, dass wir eine Förderung strukturschwacher Regionen in Ost und West brauchen. Weil überall dort, wo der Staat sich zurückzieht, lassen wir Raum auch den Extremen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Herr Laschet, kurze Entgegnung, dann ist Brigitte Büsser dran mit den Zuschauern. Also ich kann beide Argumente nicht teilen. Sie haben das jetzt gesagt, das war so weit weg, da die DDR, und das wirkt nicht nach. Komischerweise ist aber genau die Karte, die Sie eben gezeigt haben, das Gebiet der alten DDR. Und scheinbar ist das, was als Kommunismus vertreten worden ist, was die Völkerfreundschaft jeden Tag im Mund führte, ein System gewesen, das das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen eher behindert hat und dass wir jetzt langsam merken, die DDR hat viel mehr angerichtet als der Kommunismus, das Land zu zerstören. Es hat auch die Köpfe der Menschen so nachhaltig zerstört, dass sie das heute dort erleben, dass sie es in Tschechien erleben, dass sie es in Ungarn erleben, dass komischerweise alle denen... Entschuldigung, es gibt sowas in Nordeuropa auch. Darf ich kurz zu Ende sprechen? Entschuldigung, wir haben die friedliche Revolution gemacht. Sie haben sehr viel sprechen können. Aber uns im Westen, bei uns gibt es auch Neonazis, auch sehr gewalttätige Neonazis. Aber dass ganze Landstriche nicht gelernt haben, dass man Respekt hat vor anderen Menschen, dass 12- oder 13-jährige Kinder, 5-jährige Kinder, nur weil sie anders aussehen, beschimpfen, da ist 40, 50 Jahre was grundlegend schiefgelaufen. Und dieses Erziehungsdefizit haben Sie heute in den neuen Ländern. Herr Laschet, die zweite Bemerkung. Diese Diskussion, Sie sagen, die Sie da jetzt führen, wenn das so stimmen würde, dann hätten wir Ostdeutschen uns eben nicht für Freiheit und Demokratie auf die Straße gestellt. Wir sind es gewesen, die gegen die Panzer gestanden haben. Sie müssen doch aber die Kraft auch haben, dass das System des Kommunismus alles das den Menschen nicht beigebracht hat, dass sie scheinbar in freien Demokratien gelernt haben. Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, Unterschiedlichkeit in der Art der Menschen zu akzeptieren. Herr Laschet, aus einer sozialen Zurückhaltung, ich bin der Allerletzte, der die 40 Jahre DDR verteidigt. Ich komme aus der Bürgerbewegung. Aber wenn es so einfach wäre, und ich sehe auch, dass Schäden aus solchen Systemen resultieren, überhaupt keine Frage. Aber wenn es so einfach wäre, müssten wir uns nicht fürchten, dass Marie Le Pen in Frankreich die nächste Präsidentin wird. Also das ist ja eine reale Gefahr, die dort ist. Und Frankreich hat diese Geschichte, von der Sie gerade sprachen, nun überhaupt gar nicht. Ich glaube, es liegt noch tiefer. Wir haben eine tiefgreifende Demokratieverdrossenheit, worüber man mal reden müsste. Wir haben Ängste, die aus Globalisierung kommen, die noch nicht aufgearbeitet und nicht aufgenommen sind von vielen Menschen. Und dem müssen wir uns widmen. Und ich glaube, es gibt Rezepte, es gibt Möglichkeiten. Und wir haben, noch mal gesagt, auch genügend Anlässe,
positiv in diese Welt hineinzuschauen. Aber lassen Sie uns bitte nicht zu einfache Rezepte herleiten und dann sagen, und jetzt lösen wir es so. Mir hat der Botschafter eines osteuropäischen Landes, den habe ich gefragt, warum nehmt ihr keine Flüchtlinge? Ich will jetzt das Land nicht nennen. Und der hat mir gesagt, unsere Staatsform war organisiert, wer vom Weg abwich, wurde ausgegrenzt. Die Gastarbeiter in Anführungszeichen lebten außerhalb der Stadt. Die Andersdenkenden wurden ins Gefängnis gesteckt. Die Kirche war im Untergrund. Ja. So, wenn das aber so 40, 50 Jahre vermittelt wurde, ich habe das doch gar nicht bestritten, dass das, das, damit, ja, aber Sie das ist nicht die alleinige. Sagen, ja, ich habe nur gesagt, dass man nicht alles, was jetzt stattfindet, alles als Folgewirkung bezeichnen kann. Sonst aber Herr Laschet, aber man muss doch mal kurz einhaken hier. Verstehen Sie vielleicht nicht als Vorwurf? Ich glaube, es war weniger als Vorwurf gemeint, denn als Versuch einer Analyse, die muss nicht richtig sein, aber so würde ich das einordnen. Herr Pongruck. Wir haben zu DDR-Zeiten kubanische Studenten da gehabt. Wir haben vietnamesische Arbeiter hier gehabt. Nein, die haben in den Betrieben gearbeitet, die haben miteinander ihre Freizeit verbracht. Das kann ich als Jugendlicher sogar noch, habe ich das noch erlebt. Und da gab es im Grunde keine irgendwelchen Befindlichkeiten. Das stimmt einfach nicht, was Sie hier an die Wand malen. Das stimmt nicht. Und ich darf vielleicht daran erinnern, dass in Hamburg eine Schillpartei 19,5% hatte und dass die Republikaner in Westdeutschland groß geworden sind. Es stimmt nicht, das Bild, was Sie hier malen, dass der Rechtsextremismus oder das Rechts im Osten groß wird und im Grunde, und es wurde gerade richtig gesagt, was ist dann mit Frankreich? Würden Sie, Entschuldigung, Sie haben, ich muss das verstehen, haben Sie die Schill-Partei oder die Republikaner als Fehlentwicklung im Westen gesehen oder sagen Sie, das waren Bewegungen, wie Sie es jetzt sind in diesem Land? Keine Bewegung wie die AfD, es wurde aber ja von rechts gesprochen und die Schill-Partei hatte 19,5% in Hamburg, es wurde ja immer so getan. Wenn Sie die mit der AfD als ob, vergleichen, Machen wir ja nicht. Haben Sie denn die AfD die ganze Zeit gemeint, wenn Sie von Rechtsextremismus sprechen? Denke ich mal nicht. Doch. Ach, das sind Sie aber ganz falsch gewickelt. Gut, dass Sie das sagen, das zur Klarstellung. Ja. Wenn ich sage, dass ich nicht die AfD mit Rechtsextremismus meine, aber die AfD als Frage an die CDU richte, wie geht man denn damit um, gerade in den Ländern, in den neuen Bundesländern, wie geht die CDU da mit der AfD um? Ist es die richtige Taktik zu sagen, das sind politische potenzielle Partner? Oder ist eine klare Kante da gefragt? Wo ist da der Kurs? Gucken Sie sich das bitte mal an, Herr Laschet. Jetzt müsste ich die nur finden und dann habe ich es auch gleich. Da ist es. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Kudler aus Sachsen twittert im NS-Jargon zum Thema Angst vor Ausländern. Die Umvolkung Deutschlands hat längst begonnen. Handlungsbedarf besteht. Veronika Bellmann, sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete, versucht schon mal den Weg zu einem Bündnis mit der AfD zu ebnen. Für immer und ewig kann die Union eine Koalition mit der AfD auf Landes- und Bundesebene nicht ausschließen. Und ihr Parteifreund Hermann Winkler, Sprecher der ostdeutschen CDU-Abgeordneten im Europaparlament, geht sogar noch weiter und fordert regelrecht eine Koalition mit der AfD. Wenn es eine bürgerliche Mehrheit gemeinsam mit der AfD gibt, sollten wir mit ihr koalieren. Sonst steuern wir auf eine linke Republik zu. Herr Laschet, sind die Kollegen in derselben Partei wie Sie? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja, aber die haben genug Widerspruch auch dafür bekommen. Bei dem letzten Zitat würde ich schon widersprechen, dass die AfD eine bürgerliche Partei ist. Also das, was sie vertritt, hat mit dem, was bürgerlich ist, relativ wenig zu tun. Und sowohl die sächsische CDU als auch die Bundes-CDU als auch jeder einzelne Landesverband haben hier klare Kante. Wenn Frau Kudler als CDU-Bundestagsabgeordnete von einer Umvolkung spricht, was hat das mit Demokratie zu tun? Nichts mit dem Werteprogramm. Warum ist sie noch in der CDU? Weil die Angst besteht, dass sie zur AfD... Nein. Ach, die Angst, ob sie zur AfD geht oder nicht. Demnächst sind die Aufstellungsversammlungen, da wird man sehen, wie man da entscheidet. Sie hat diesen Tweet gelöscht, die Bundestagsfraktion hat da klar Stellung genommen. Und ich teile es nicht und finde es unverantwortlich, so zu reden. Klare Aussage, vielen Dank. Kommen wir gleich zurück und gehe jetzt zu Brigitte Büscher. Zuschauer aus Ost und West, die Menge.
aus Ost und West und ich auch aus Süden und Norden. Also, ne? Nicht vergessen. Alle Himmelsrichtung vertreten. Welch ein großes Land. Auf jeden Fall. Auf wen pfeifen die Demonstranten? Darüber machen sich unsere Zuschauer natürlich Gedanken. Ist es, pfeifen sie auf die Einheit, pfeifen sie auf die Politiker oder pfeifen sie auf die Verhältnisse? Und ich fange mal mit dem Blick auf die Verhältnisse an. Unser Zuschauer Daniel Lücking schreibt bei uns im Gästebuch: Ich sehe die Existenzangst derer, die zu wenig Sicherheit haben. Egal, ob es die Wohnung, den Arbeitsplatz oder die Rente betrifft. Wenn der Staat Menschen wieder wie Menschen behandelt, dann verhalten sich diese Menschen vielleicht auch nicht mehr wie ein wütender, geifernder Mob. Pfeifen sie vielleicht auf die Politiker? Durchaus auch möglich. Die Mahnung von Uwe Köhler bei Facebook. Er schreibt: Es ist schon erschreckend, wie weit sich unsere Politikelite von den Bürgern entfernt hat. Wie weltfremd sie ist und wie ignorant gegenüber Kritik. Maßregeln, wo immer es gegen Kritiker geht, und abwiegeln, wenn es um die eigene Haut geht. Ja, die Beschreibung eines politischen Klimas auch noch mal mit dem Blick auf 1989 zurück. Stefan Krabbes hat getwittert: Das 1989er Wir sind das Volk stand für Mut, Anstand und Gewaltlosigkeit. Das 2016er für Wut, Hass und Gewaltaffinität. Ja, kriegen die, die da so laut rufen und pfeifen, kriegen die vielleicht zu viel Raum? Darüber macht sich unser Zuschauer Max Bär bei Facebook seine Gedanken und schreibt: Hier im Land gibt es Menschen, die finden die Regierung schlecht. Sie sind sauer aus ihren Gründen. Ja und? Die anderen 80% leben gerne hier. Es wird aus allem ein großes Drama gemacht. Wir leben in einem super Land, in dem sogar die Nörgler Gehör finden. Es gibt aber auch große Unterschiede in der politischen Kultur, wenn man mal auf Ost und auf West guckt. Und dazu schreibt unser Zuschauer Frank Stinn bei Facebook: In Deutschland wird man ja schon als Nazi oder rechtsextrem abgestempelt, wenn man nur öffentlich versucht, seine Meinung zu sagen. Die Ossis haben nur den Mut, dies öffentlich zu tun und nicht heimlich wie wir Wessis. Armer Osten abgehängt, auch das ist gerade bei euch in der Runde schon mal angeklungen. Dazu schreibt Steinbar der Dortmunder Egbert Lohrmann im Gästebuch: Wenn ich in Dortmund über schlechte Straßen gehe, über marode Fußgängerwege stolpere, an die Schule meiner Tochter denke und mir anschließend einen Bericht über Görlitz mit seinen mustergültig restaurierten Gebäuden, Straßen und so weiter ansehe, frage ich mich, ob wir Wessis die Menschen zweiter Klasse sind. Also vielleicht passen irgendwie Ost und West doch noch nicht so richtig zusammen. Und dazu fragt sich unser Zuschauer Oliver Franke bei Facebook, woher das kommt. Vielleicht, weil nach 26 Jahren Einheit noch immer zwischen Ost und West unterschieden wird. Und das nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich und sogar in den Köpfen der Menschen. Ein Volk wächst so nicht zusammen. Dankeschön für diesen Überblick, Brigitte Büscher. Die Frage ist eben schon mal angeklungen in der Diskussion hier. Diese persönliche Kränkung, dieser ins Gesicht geschleuderte Hass. Wie kann es sein, dass gerade im Osten das zwei Ostdeutschen an der Spitze dieses Staates entgegenschlägt? Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel. Ein Erklärungsversuch. Hinter dem Hass steckt wahrscheinlich auch Neid auf die persönliche Zuwendung der Kanzlerin für die Flüchtlinge. Sie gilt als kühl und berechnend. Gefühle hat sie gezeigt, als sie Flüchtlinge herzte und sich von ihnen herzen ließ. Hat sie je einen Vorpommern so in den Arm genommen? Schreibt der Spiegeljournalist Stefan Berg, ein Ostdeutscher. Angela Merkel eine Kanzlerin, die zwar aus Ostdeutschland kommt, die Ostdeutschen aber vergessen hat? Und sich in Teilen sogar offen von ihnen distanziert? Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Dieser Satz wurde zum Ansporn, zur Vorlage für all jene, die nun demonstrieren wollten, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht Merkels Land sei und die Bundesrepublik Deutschland vor allem ein deutsches Deutschland. Und dazu ein Bundespräsident, ebenfalls aus Ostdeutschland, der nach fremdenfeindlichen Angriffen so Stellung bezieht. Es gibt ein helles Deutschland, das hier sich leuchtend darstellt gegenüber dem Dunkeldeutschland, das wir empfinden, wenn wir von Attacken auf Asylbewerberunterkünfte oder gar fremdenfeindliche Aktionen gegen Menschen hören. Dunkeldeutschland. Ein Wort eindeutig besetzt mit Vorbehalten gegen den Osten. Aus dem Mund eines Ostdeutschen. Herr Jürgs, Merkel, Gauck und die Ostdeutschen. Ist es die Geschichte einer enttäuschten Liebe, auch mit Trotz vielleicht, wie wir ihn gerade bei Gauck gehört haben?
Ja, Sie haben recht. Aber ich glaube, schauen Sie, wie Sie wissen, bin ich nicht unbedingt CDU-affin. Aber als Merkel den Satz sagte, dies wäre nicht mehr mein Land, war es meine Kanzlerin. Da war sie meine Kanzlerin. Aber vielleicht gerade ab diesem Moment für viele Ostdeutsche nicht mehr ihre Kanzlerin. Das kann mal möglich sein. Aber die muss man, Entschuldigung, Herr Platzek, ich glaube, auch im Osten muss man lernen, dass Freiheit eine Geliebte ist, die jeden Tag erobert werden muss. Die gibt es nicht nur einmal 1989 und den Rest, der wird schon irgendwie kommen. Danke für den Hinweis. Ja, das ist schon etwas, was man, glaube ich, bei den Leuten in den Kopf und ins Herz bringen muss. Und ein Punkt ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und das ist wieder die Kritik an Merkel oder Gauck oder der Politik. Es gibt ein Gewaltmonopol des Staates. Es gibt ein Gewaltmonopol des Staates. Das gehört zur Demokratie. Und ich frage mich, wo in Sachsen, wo anders, wo die Polizei geblieben ist, wo die Ermittlungen geblieben sind, wo die Justiz geblieben ist. Und das ist der Moment, wo Leute sagen, wir können ja machen, was wir wollen. Es geschieht uns nichts. Diese stillschweigende Übereinkunft, die es ja gab, es gab im Sächsischen Landtag gab es einen AfD-Mann, der ist der innenpolitische Sprecher. Da war der CDU-Mann Wendt, der Polizeigewerkschafter, als Gast bei der AfD. Man bedankte sich für die Zusammenarbeit, stellte ein Bild auf Facebook. Und der Mann, den ich meine, der innenpolitische Sprecher dieser AfD, hat nach dem Attentat in München auf seinem Twitter-Account gemacht, leider habe es die Falschen erwischt, nämlich nicht Merkel in München. Und da frage ich mich, wo ist der Staat? Wo ist der Staat? Denn eine Freiheit und eine Demokratie braucht einen starken Rechtsstaat. Und wenn der versagt, dann haben wir Zustände, wie sie Gauck glaubt beschreiben zu können. Wobei ich glaube, die Hooligans und die Rechten von Dortmund oder die schlimmen Finger von Roland Schill in Blankenese sind genauso schlimm wie die in Dresden. Herr Laschet. Ich teile das und man muss nicht alles, man muss es differenzieren. Dass Menschen da demonstriert haben, das gerufen haben, darüber diskutieren wir heute, aber es muss erlaubt sein. Also ich würde nicht sagen, man hätte das jetzt polizeilich bestimmte Begriffe, Volksverräter. Ja, ja, aber auch das kann ein Staat ertragen, wenn da von 450.000 Menschen 400 rufen, das ist 0,1%. Also das finde ich, da so stark ist unser Staat, dass er das kann. Die politische Frage ist, muss sich nicht eine Partei, die dieser Bewegung nahesteht, davon stärker distanzieren? Und wie bewerten wir das politisch? Aber ich würde nicht den gesamten Rechtsstaat und die Polizei jetzt dahin bringen und die Leute das nicht rufen lassen, genau wie wir das auf der Linken über Jahrzehnte gewohnt waren. Da gab es auch Beleidigungen und vieles andere mehr, auch gegen die Staatsspitze. Ich finde, da ist unser Staat stark genug. Aber das Zweite, was Sie beschreiben, da würde ich Ihnen ganz recht geben. Wenn Menschen im normalen Alltag sich nicht mehr bewegen können, wenn sie mit einer anderen Hautfarbe oder einem anderen Aussehen schon als Kinder angegriffen werden, dann ist das ein Klima, da muss der Staat handeln und Stärke zeigen. Und da sage ich noch mal, eben hat der einer da auf Facebook ja geschrieben, aus Dortmund. Das ist das, was im Westen viele nicht verstehen. Über Flüchtlingspolitik wurde auch im Westen diskutiert. Natürlich. Übrigens gibt es da genauso Risse in den Familien. Natürlich, so ist es. Quer durch ein politisches Thema kann man so oder so rum diskutieren, hat das Land engagiert gemacht. Aber die Frage ist, dass sich Menschen in Dortmund, in Gelsenkirchen, wo sie nicht mehr manchmal durch die Straße gehen können, wo es durchregnet, die Landesregierung hat jetzt ein großes Programm, um bei den Schulen irgendwie die Toiletten und alles wieder in Gang zu setzen, dass die sich fragen, sag mal, was machen die da eigentlich im Osten? Die Frauenkirche blüht, die Plätze sind alle schön, die Autobahnen sind gebaut worden. Es gibt eine Infrastruktur, von der wir im Westen träumen, wo sie in Leverkusen nicht mehr über den Rhein fahren können. Was man dazu wissen muss, so. Herr Laschet steht vor einem Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen. Nein, das hat nichts zu tun. Und möchte der SPD-Ministerpräsidentin auch mal zeigen, Herr Plasberg, wo es reinregnet. Nein, gehört Herr auch zur ganzen Wahl. Also, dass unsere Straßen in Ostdeutschland besser sind als die in Nordrhein-Westfalen, hat was damit zu tun, dass wir keine gebrauchten Straßen gebaut haben.
geschätzte Gäste von Die Menschen, die das nicht verstehen, das ist doch das, was ich damit meine. Und deshalb sage ich, dass die, die vermeintlich ihre Heimat so sehr lieben und die vermeintlich ihre Heimat unterstützen wollen, dass die genau das Schlimmste anrichten. Das ist gefährlich, weil es natürlich bei den Diskussionen, in den Verteilungskämpfen, wenn wir über Bund-Land-Länderfinanzen zu streiten haben oder eben um meinen Vorschlag strukturschwacher Regionen in Ost und West weiter zu fördern. Das haben wir eben schon gemacht und jetzt grätsche ich da mit meiner ganzen Brutalität, die mir zur Verfügung steht, Herr Pombock, Frau Gleicke. Ich möchte gerne mal antworten darauf. Jetzt machen wir gerade mal eine kurze Ruhepause und überlegen uns, wenn der Ausgangspunkt war für diese Diskussion, die bitteren Szenen von der Einheitsfeier in Dresden. Da würde ich gerne mal von der Runde hier hören, was Sie sich von einem demokratischen Staat da erhoffen, wie sich eine demokratische Gesellschaft in Zukunft verhalten sollte. Es klang eben schon an, es gab da schon mal ein Verhältnis. Das ist ein Bundeskanzler dieser Republik, der gegen damals linke Pöbler in Halle, die ihn mit Eier bewarfen, so vorgegangen ist, ist allen noch in Erinnerung. Ist natürlich überhaupt keine Lösung, ist auch kein starker Staat, sondern nur ein wütender Kanzler. Herr Jürgs, Sie haben eben angedeutet, Sie hätten sich ein bisschen robusteres Auftreten heimlich gewünscht. Was meinen Sie damit genau? Das, was Herr Laschet gerade gesagt hat, es gibt Situationen, wo der Staat sein Gewaltmonopol zeigen muss. Eins. Und zum Zweiten erwarte ich von Politikern, die gestandene Politiker sind, dass in einem solchen Moment, wo Pöbler vor Ihnen auftreten und unflätige Begriffe, die Sie Gott sei Dank heute Abend nicht alle genannt haben, brüllen, zum Megafon greift und dem Volk die Meinung geigt, die Meinungsfreiheit geigt. Und dafür wären ein paar Leute in Dresden eigentlich geradezu ideal gewesen. Die tolle Rede von Lammert im festen Saal, wunderbar. Selbst Tillich, der seit 10 Jahren versucht, die richtigen Worte zu finden, hat eine gute Rede gehalten zum Tag der Deutschen Einheit. Das muss man zugeben. Nur draußen stand das Volk und behauptete, sie seien das Volk. 400 Leute. Da, 5000 in Nebenstraßen Pegida. Hatten wir schon. Hatten wir alles. Dann muss man denen sagen, nein, ihr seid's nicht, wir. Herr Platzek, was würden Sie sich wünschen? Sicher nicht Sigmar Gabriel in der Rolle von Helmut Kohl. Ich wünsche mir zwei Dinge vor allen Dingen, dass wir bei allem in diesem Land nicht vergessen, in dem wir leben, was ich sehr liebe, dieses Deutschland und viele andere ja auch, dass es für Millionen und Abermillionen auf der ganzen Welt das gelobte Land ist. Manchmal vergessen wir das im Alltag, das sollten wir nicht tun. Und einen zweiten Wunsch, wenn ich den äußern darf, aber schnell, nochmal an Herrn Poggenburg. Vergessen Sie nie, Herr Poggenburg, mit der Verantwortung, die ich vorhin sagte, nach Worten folgen Taten. Und sorgen Sie mit dafür, dass diese Gesellschaft nicht am Ende Taten erleben muss, die, wie ich glaube, auch Sie bereuen würden. Wir sollten uns auch in schwierigsten Situationen bemühen, friedlich miteinander uns auseinanderzusetzen und zu leben. Und dazu passt das, was wir in Dresden in Teilen erlebt haben, wirklich nicht. Herr Pombo, und das wäre mein Wunsch, dass sowas nicht mehr passiert. Was erwarten Sie von dieser Gesellschaft, damit das nicht mehr passiert? Vielleicht wollen Sie gar nicht, dass es nicht mehr passiert. Müssen Sie noch mal sagen. Doch. Und ich muss sagen, Herr Jürgs, es leid, es mir tut, aber die AfD steht ganz fest zu unserer Polizei und zu unserem Rechtsstaat, auch wenn Sie das nicht gerne hören wollen. Es ist aber nun mal so. Und wir stehen ganz eindeutig gegen Linke, gegen Rechte und religiös motivierte Gewalt. Was wünschen Sie sich? Und wir wünschen uns ganz einfach, dass keine Tendenz mehr zu erkennen ist, sondern dass wir ganz einfach ausgeglichen gegen jegliche Gewalt vorgehen. Dass also auch in Leipzig quasi eine Polizeistation nicht mehr von links angegriffen wird. Dass natürlich auch ein Ausländerwohnheim nicht angegriffen wird. Und wir als AfD, auch wenn man es ungern hört, haben zur Deeskalation sehr viel beigetragen. Wir haben bei den Wünschen noch, ich will Ihnen jetzt nicht das Wort abschneiden, dass Sie sich als Opfer fühlen, weil hier sind noch zwei. Denn wir haben kanalisiert die Demos dort, wo sie hingehören und nicht vor Asylheimen. Schaffen Sie es in 10 Sekunden, sonst kriege ich Ärger mit dem Tagesthemen. Also, ich wünsche mir, dass der Staat sich nicht zurückzieht, vor allen Dingen nicht aus den ländlichen Räumen zurückzieht. Darüber müssen wir reden. Und da ist es wurscht, ob das in Ost- oder Westdeutschland ist. Herr Laschet, Sie haben als armer Westdeutscher das Schlusswort. Also, ich wünsche mir, dass das, was die Ostdeutschen mit dieser großen Revolution 89 erkämpft haben, dass diese Werte im ganzen Land als etwas ganz Besonderes angesehen werden. Und Sie haben so ein bisschen Lammert eben auch zitiert mit seiner Rede da am Tag der Deutschen Einheit,
dass wir selbst auch mal zufrieden sind mit diesem Land, dass wir uns nicht auf einer Skala weltweit zwischen Senegal und Sambia einordnen, sondern dass wir wissen, wir haben ein wirklich tolles Land und es gibt keinen Anlass, in dieser Griesgrämigkeit und in diesem Konflikt miteinander zu streiten. Danke für diese Runde, auch für diese besondere Art der Schlussrunde. Und ich gehe jetzt gleich zu den Tagesthemen. Pina Atalay, wir haben über Ostdeutschland geredet. Ich denke, Sie berichten aus Ostdeutschland. Ja, wir blicken auf den Terrorverdächtigen, der heute in den frühen Morgenstunden in Leipzig festgenommen wurde. Da ist vieles noch unklar. Wie hat sich der Mann überhaupt radikalisiert? Welche Ziele hatte er im Visier und welche Rolle spielt der IS? Wir befragen dazu Generalbundesanwalt Peter Frank, jetzt gleich in den Tagesthemen. Bei Pina Atalay. Herzlichen Dank. Vielen Dank an Sie. Sie waren uns ein engagiertes Publikum. Die Hälfte aus Ost, die Hälfte aus Westdeutschland. Fast die Hälfte, habe ich vor der Sendung festgestellt. In der Sendung habe ich es gar nicht mehr genau gemerkt. Vielen Dank an Sie alle. Herr Platzek, herzlichen Dank. Herr Poggenburg, herzlichen Dank. Frau Gleichen, bleiben Sie noch einen Augenblick sitzen. Herr Jörg, herzlichen Dank. Herr Laschet, vielen Dank. Faktencheck haben wir nicht ganz so viel. Morgen kurz vor Mittag. Wir sehen uns wieder nächste Woche um 21 Uhr. Vielen Dank. Jetzt die Tagesthemen.